Kathedrale. Sie wird zu den vier schönsten Kirchen der Welt gezählt. Der katalanische Architekt Antonio Gaudí bezeichnete sie als den größten und vollkommensten Erfolg in Harmonie, Konstruktion und Mechanik des gotischen Stiles. König Jaume I. vertraute nach seinem Sieg über die Mauren im Jahre 1229 seinem Tagebuch an, dass er aus dem Gefühl der Dankbarkeit heraus eine Kirche erstellen wollte. Als Bauplatz wurde die Stelle gewählt, an der einst die größte maurische Moschee der Insel errichtet worden war. König Jaume I. ließ im Jahre 1230 den Grundstein für eine christliche Domkirche setzen. Die Domkirche ist ganz aus Maresquadern erbaut. Zuerst errichtete man den Chor im Osten. Danach kamen die nach Westen und Norden gerichteten Fassaden dazu. Auch das imposante Hauptportal, die Puerta de la Almudaina, blickt nach Westen. Als letztes wurden die dem Meer zugewandten Stützpfeiler und Türme gebaut. Dort befindet sich der heute verschlossene 15 Meter hohe Eingang, das Portal del Mirador. Die Südseite der Kathedrale stellt sich am prächtigsten vom Parque de la Mar aus dar. König Jaume I. hat noch die Weihe der Apsis erlebt, die der zweite Bischof von Palma, Pedro de Muredine, vorgenommen hatte. Nach dem Tod des Eroberers gingen die Bauarbeiten weiter. Der Bau der Kathedrale wurde von den Vizekönigen, den reichen Kaufherren und Palmas wohlhabender Bürgerschaft finanziert. Fast 400 Jahre waren seit der Grundsteinlegung vergangen, als am 29. Juli 1587 der Schlussstein für den letzten der prächtigen Rundbögen eingefügt wurde. Wer das hallenähnliche Innere der Kirche betritt und seinen Blick fast magisch in die Höhe richtet, fragt sich, wie dieses Kunstwerk entstanden sein kann. Die fast 22 Meter hohen Säulen von nicht einmal 2 Metern Durchmesser tragen die Spitzbögen, die ornamentartig die lichte Höhe der Decke bilden. Die gotischen Kirchen wurden nicht für die Ausleuchtung durch elektrisches Licht konstruiert. Ihre enorme Höhe diente unter anderem auch dazu, die übrigen Gebäude der Stadt weit zu überragen. So konnte durch die Glasmalereien der Fenster das Tages- und Sonnenlicht eingefangen werden. Die Rosetten an der West- und Ostseite der Kathedrale liegen sich so gegenüber, dass die Sonnenstrahlen zu bestimmten Tageszeiten durch beide gleichzeitig scheinen. Dann ist das Mittelschiff von farbigem Licht durchflutet. Die 6600 Quadratmeter überbaute Fläche ist für 18.000 Menschen bestimmt. Nur zu wenigen feierlichen Anlässen ist die Kirche wirklich voll. Doch dann, wenn die vielen Besucher der Orgelmusik lauschen, wird ein wenig von dem Flair spürbar, das die Großartigkeit der gotischen Stilepoche ausmachte.